Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hexball. So, wir gehen nochmal auf Refresh und dann würde ich sagen, joinen wir einem polnischen Raum. Und wie schon im letzten Part angekündigt, wir haben mal einen schönen 3 vs 3. Sind schon 3 vs 3 drin. Okay, schade. Mein Gott. Gehen wir wieder raus. Hier ist auch nochmal ein 3 on 3. Aber diesmal ein deutscher Server. Oder eher ein deutscher Raum. Boah, ey, diese Host Migration ist immer richtig, richtig scheiße. Hier, 63 Kilometer von mir entfernt. Ja, wunderbar. Hi. So, bei Rot spielen, ich habe den größten und Punch LP. Und bei Blau spielen Why Not. Und DFDS. DFDS, keine Ahnung. Irgendwie anständige Namen haben würden sie es nicht einfallen lassen, aber na gut. So, Punch-P jetzt in Ballbesitz. Why not jetzt? Das wird eng gegen die Pfosten und ich habe den größten. Mein Gott, wie das sich anhört. Ich habe den größten, hat den Ball. Schick lang das Ding. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Rüber, ihr passt runter auf, ich habe den größten und gegen den Pfosten. Großartige Chance. Ich habe den größten jetzt, DFDS kann klären. Und nach vorne das Teil. DFDS versucht den Ball irgendwie abzuschirmen. Ich habe den größten jetzt, schießt mal, nein, DFDS. Why not? Why not? Ich hab den größten, komm. Versucht da alles da vorne allein zu machen. Und ein bisschen Durchsetzungsvermögen hier. Why not jetzt? Das. Oh mein Gott! Pressball von Punch OP gegen Why not und ich hab den größten, versenkt das Ding eiskalt. 1:0 für die Roten. Why not jetzt im Ballbesitz? Beziehungsweise Anstoß. Ich hab den größten jetzt. Die Ball auf jetzt rauszuschlagen und wir rausprügeln das Ding. Zack, zack, zack gegen Pfosten und Scheiße, why not? Mit einer Glanztal abschnell nach hinten. Den Ball irgendwie raus da. Mein Gott, ich habe den größten und Punch-OP versuchen sich da irgendwie, verhindern sich da irgendwie. Why not jetzt den Ball besitzt? Das wird eng, 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 eng. Aber die Abwehr der roten Mannschaft ist für diesen Angriff gerüstet und ich habe den größten jetzt auf dem Vormarsch und da macht er das 2:0. Irgendwie ist das Internet hier bzw. die Leitung ein bisschen am Abkacken, aber naja, es geht noch einigermaßen. Ich habe den größten jetzt. Why not? Und ein Eigentor von DF, keine Ahnung wie der heißt, nee, einfach DFS oder DFDS. Ich hab den größten jetzt. Oh, was macht er? Was macht er denn da? Fast ein Eigentor. Mein Gott. Ich hab den größten jetzt im Ballbesitz. Why not? Und! Oh! Punch besetzt sich der Klasse durch gegen Why not und versenkt das Ding. Entweder man spielt, also die Spielregeln sagen hier in diesem Raum, entweder bis 10 Minuten oder bis es bis eine Mannschaft die 10 Tore Marke geknackt hat. Wir sind ja gut im Rennen. 4:0 steht es. Nach 2,5 Minuten. Zack! Und da hat er die Lücke gesehen, Punch-OP, und versenkt das Ding eiskalt. Auch wenn ich Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand, aber naja gut. Ich habe den größten, verhindert den Schuss von Why not. Oh, was macht er denn da? Punch OP kreist ein wenig ab und oh mein Gott. Okay, DFDS war ein wenig ungeschickt und konnte den Ball somit nicht ins Tor versenken, aber eben gerade im eigenen Tor beinahe das Eigentor zum 6:0. Why not? Jetzt gegen, ich hab den größten, immer klasse Name, also wirklich. Und das Tor 6:0.
Ja, Sieg auf jeden Fall. Auf jeden Mann. Why not jetzt? Im Anstoß. Oh, da kommt der Ball an den Pfosten. Aber kein Problem. Huch. Das war. Sah nach einem Tor aus durch einen Leck. Aber why not? Konnte den Ball noch klären. Ich habe den größten Ballbesitz. Ja, und schießt nochmal und fast das Tor. Und ein Eigentor von DF, DF, DS, DF. Keine Ahnung, wie der heißt. DF, DS. Ja, Pech, ne? Aber das ist ja wirklich eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Ein riesengroßer Klassenunterschied. Ich habe den größten und Punch P. Spielen sozusagen in der ersten Bundesliga und DFDS und why not in der Kreisliga. Aber sie schlagen sich gut, versuchen noch ein wenig da, ja, sich zu wehren, aber will irgendwie nicht so richtig. Ich könnte mich ein wenig verschnupft anhören, sind ein bisschen erkältet, weil ich gestern Abend noch, also das Video schon draußen ist, ist schon einige Tage her wahrscheinlich. Weil ich am vorigen Tag diese Aufnahme hier, ja, Party gemacht habe. Und es war ein bisschen kalt und deswegen bisschen verschnupft und auch leichten Reizhusten, Entschuldigung. Eigentor, Eigentor, oh mein Gott. Ehren. Na. Ehrentreffer war das hier für die blaue Mannschaft. Und da werde ich angerufen. Mein Gott, das geht jetzt momentan überhaupt nicht. Bis gleich. Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Ja, ich wurde eben gerade angerufen worden, sind unterbrochen worden, wie Paul Panzer so schön sagen würde. Ja, ja, ich habe Anruf bekommen und deswegen wurde ich quasi gerade kurz AFK und wurde aus dem Raum gekickt. Konnte natürlich nichts machen. Ich musste ans Handy rangehen. Was Wichtiges, aber na gut. Dann suchen wir uns halt irgendeinen Polenraum. Mal hier. Vielleicht der sah gerade ganz ansprechend aus. Oh mein Gott, ist das laggy. Heilige Mutter. 999. What the fuck? Ne. Alter. Das will ich mir nicht antun. Ja, wie eben gerade schon gesagt, habe ich wenig leicht erkältet, leichten Reizhusten. Holt euch eine Packung ab, ihr Lappen. Liebend gern, the room is full. Schade. Ich hätte mir gerne eine Packung abgeholt und was ist jetzt mit Hexball los? Okay, jetzt geht's wieder. Bisschen buggy hier die ganze Seite hier. Letztes Mal war es ja Wartungsarbeiten oder sowas in der Art. Hier, kann man einen Raum joinen vielleicht. Wartungsarbeiten und vielleicht irgendwie ein bisschen was runtergezogen, keine Ahnung. Ich schreibe mal Hi rein. Und alles Deutsche nur, das ist doch mal ansehnbar. Und Huntelaar haben wir da wieder. Den kennen wir doch. Huntelaar kennen wir doch, Mensch. So, dann kommentieren wir das Ganze nochmal. Es steht 2 zu 0 nach nicht einmal 1 Minute 45 jetzt genau. Es spielen Seagay und Summer Jam im roten Trikot gegen die Blues, Huntelaar und Eddard. Auf der Spectator-Seite, beziehungsweise auf der Bank, sitzen Piqué, Punch AP und Thiago. Und damit widmen wir uns weiter dem Spielgeschehen. Eddard jetzt im hinten drin, versucht den Ball irgendwie rauszuschlagen. Bekommt es jetzt hin. Siege jetzt. Selber jetzt hinten, versucht den Ball irgendwie nach vorne zu bringen, aber Eddard bedrängt Summer Jam und Seagay sehr, sehr stark, drängt auf den Anschlusstreffer, auf das 2 zu 1, aber Summer Jam und Seagay können sich da ganz gut wehren. Da wird auch schon Hunter angefeuert. Auf geht's, Hunter. Huntelaar jetzt. Eddard weiter im Ballbesitz. Huntelaar bekommt den Ball. Aber Summer Jam kann Huntelaar noch glücklich
am Schuss hindern. Siege jetzt. Summer Jam, jetzt. Nein. Siege und Huntala gegeneinander. Und die Time is up. 2:0 gewinnt Rot. Nach 3 Minuten. So, mal sehen, wie die Aufteilung ist. Ich natürlich mit der schlechtesten Verbindung, wie ich gerade so sehe. Und wir sind drinne. Es spielt Siege gegen Summer Jam, gegen Pachepe und Piqué. Und Piqué ist irgendwie AFK. Was macht er? Mein Gott. Also wirklich. Piqué. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Kurz wegen Leck. Siege jetzt. Summer Jam. Wie lange wird das gehen? 3 Minuten oder bis zu dem dritten Tor und meine Stimme kackt gerade ab. Entschuldigung. Boah. Ich glaube, das wird auch die einzige Aufnahme heute sein. Weil meine Stimme, oh mein Gott. Ich habe mich erkältet. Verdammt Scheiße, Mann. Oh, das ist ekelhaft. Oh nein, da lässt er mich aussteigen. Oh, was für eine Glanztat. Nein, oh verdammt. Red Scores. Mist, verdammt, verdammt, verdammt. Das hätte es wirklich, oh, das war gerade richtig knapp. In allerletzter Sekunde kann hier, wer war das, CJ oder sowas. Oh, aber hier der Anschlusstreffer. Piqué macht das alleine. Summer Jam. Oh mein Gott. Summer Jam gegen Piqué. Summer Jam kann sich ja gut durchsetzen und macht natürlich das 2:1. Ja, schade. So, Pantepe lässt da versucht da Summer Jam aussteigen zu lassen, aber hat nicht ganz geklappt. Seagay. Piqué hat sich den Ball erobert, kann schießen und macht das 2:2. Jetzt wird es richtig spannend. Es geht um den Siegtreffer, meine Damen und Herren. Das kann so schnell passieren bei Hexboy. Bei Hexboy kann alles so super schnell passieren, wie jetzt gerade in dem Moment. Piqué hält Blau noch in der Partie, aber nein! Summer Jam kann dadurch Pantepe durchhauen. Beziehungsweise durchspielen. Wir lieben den Raum. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Mit einigen, ja, Stimmen. Fails, naja, Fails sind es nicht, kann ja nichts dafür. Aber ich werde mir jetzt einmal ein Teechen gönnen oder, keine Ahnung, ein Bonbon reinschmeißen, damit meine Stimme bald wieder für die nächste Woche gewappnet ist. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschaußen.